Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tampi, mit einer weiteren Folge zu Russian Fishing 4. Ja, ich bin hier auf dem Steg und wollte so ein bisschen meinen Hosenskill hochdrücken. Versuche jetzt auf Leie mein Glück. Wenn die Nacht reinbricht, dann auf All. Ja, wollen wir mal gucken, was so geht. Und nebenbei noch mal eine Grundrudel. Man weiß ja nie. In den Abend hinein. Ja, ich möchte unbedingt meine 50% voll haben, damit ich Laufpose machen kann. Fehlen mir denn aber noch? Wie viele? Ja, vier Stück, wenn es hochkommt. Vier Stück auf Pose. Ja, immer noch auf der Suche nach den Schleien. Lange keine Schleien mehr gefangen. Ah, da zuppelt was. Mal kicken. Jo. Was ist das? Plötze. Weiter hier rüber. Ist blöder Wind jetzt, ne? Nerviger Wind. Dazu wird wieder.
gekommen. Ah, ne. Hat's irgend zu früh. Da ist der gut. Ja, schade mit dem Wind. Ja, da zuppelt das wieder. Ja, doch nicht. Mal die Leuchtpose rauf. Haken. Und oh. Eine Grundruhe. Oder ist das nur der Wind? Mir gefällt die da nicht.
gar nicht, wie tief das hier ist. Na. Fehlalarm oder was? Jetzt muss ich mal gucken, wie tief das hier ist. Das greife ich mal an. Oh, hast du gewusst? Ups, falsche Taste. Was haben wir hier? Oh, wieder süße Plätze. Zubbelt das doch schon. Da haben wir das. Ah, wie denn die? So 1,30 ist hier auch noch okay. Was ist hier los? Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Oh, schön. Kilo. Kiloplätze. Nur 1,30 war hier okay. 50. Okay. Das ist gut. Ja, Plötzen anstatt Tinker Tinker. Ja, gib mir mal die Daumen. Aal, lecker Aal.
Oder eine schöne Schleie. Natürlich auch freuen. Bei 3 Kilo. Aber der bringt ja auch schon gut Geld hier. Der Kamerad. Oh, ne. So gut. Irgendwas zubbelt an meiner Grundrude. So, dann mache ich jetzt mal auch einen Taubum. Genau richtig. Ja Leute, es ist gleich 11 Uhr, dann Bettzeit, ne? Und ich würde mal sagen, die beende ich dann mal die Aufnahme, weil die ganze Nacht will ich euch nicht zumuten, falls ihr nichts beißt. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Moin, moin!